Das Weihnachtsfest ist im vollen Gange. Wir schreiben den zweiten Weihnachtsfeiertag. Heute, am 26. Dezember, trifft der EV Regensburg um 18 Uhr auf die Tölzer Löwen. Und das ist das dritte Spiel an diesem Feiertag in Serie, denn schon die beiden Jahre zuvor kreuzten beide Kontrahenten schon miteinander die Schläger. Wie immer beginnen wir mit den Topscorern beider Mannschaften. Beim EV Regensburg ist das Nikola Gajowski mit 48 Scorerpunkten. Bei den Gästen aus Bad Tölz teilen sich zwei Akteure diesen Platz. Lubos Wilebny und Klaus Kattern können jeweils 18 Scorerpunkte aufweisen und sind somit das Maß aller Dinge bei den Tölzer Löwen. Die Top-Torjäger beim EV Regensburg, Nikola Gajowski mit 18 Treffern, beim EC Bad Tölz Franz Mangold mit 11 Einschüssen in dieser Saison. Die Top-Vorlagengeber beim EV Regensburg teilen sich auch hier zwei Akteure den Platz. Nikola Gajowski und Vitali Stähli haben jeweils 30 Vorlagen aufzuweisen. Bei den Gästen ist das Christoph Fischhaber, der 13 Punkte verbuchen konnte in dieser Kategorie. Bei den Top-Torhütern hat Thomas Over einen Gegentorschnitt von 2,1. Er wartet noch auf seinen ersten Shutout, denn Markus Janka hat ihm da einiges voraus. Bei einem Gegentorschnitt von 2,25 konnte der Ex-Regensburger schon zweimal zu Null spielen. Wie immer am Ende die letzten vier Duelle bei der Teams im Überblick. Wir beginnen am 26. Dezember 2014. Dort gab es für den EV Regensburg ein 5:2 bei den Tölzer Löwen. Am 30. Januar diesen Jahres gab es ein deutliches 6:0 in der heimischen Donau-Arena. Bei der ersten Begegnung in dieser Spielzeit gab es am 2. Oktober 2015 ein knappes 5:4 gegen die Löwen. Und beim ersten Gastspiel in Oberbayern am 13. November gab es sogar ein 3:2 nach Penaltyschießen. Am heutigen Abend ist also Spannung garantiert und beide Mannschaften werden sich wie immer nichts schenken. Wir sehen uns gleich auf dem Eis. Bis dahin, ciao, servus.